Fantasie. Du wärst auf die 7 gekommen, aber dein Actually hat dich jetzt runtergestuft. Bruder. Melodia, Melodia, Melo, Melodia, 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 Melo, Melodia. Bruder, das ist ja mal maximale Fantasie, Alter. Was passiert hier gerade, Chatorino? Tschüss. Tschüss. 88.000 Follower, stark. Ja, nur Abonnenten können anschauen. Melodia. Oder warum sieht die so jung aus? Ja. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Kommt dir bekannt vor, ne? Oder wie, Das ist so komisch. Die könnte irgendwie ganz jung sein, aber auch irgendwie älter. Das sieht so komisch aus. Bruder. Weißt du was, Bruder? Wir gehen auf Nummer sicher und enthalten uns komplett, okay? Wir enthalten uns. Scheiß drauf. Ich möchte gar nichts dazu sagen. So, dann haben wir Emiro. Sagt mir irgendwas. Emiro, sagt mir irgendwas. Emiro. Ihr müsst mir sagen, wenn er bei Alexis ist. Ihr müsst mir Bescheid geben, wenn er eins vor Alexis ist. Oder ich guck selber. Ey, danke schön, Mr. Goodlife und Mask, Corate, Action Jackson. Danke euch. Vielen, vielen Dank. Chat, nein, im Ernst, ey. Ihr müsst nicht Kappa-Emotes reintun. Ich mach sowas. Ja, sie spielt auch RP. Ja, bestimmt kennst du sie nicht. Komm sofort hierher, Baby. Ja. Komm sofort hierher, Baby. Ach, wieder. Hat nie etwas Falsches gemacht. Ist ein toller Mann, der alles für seine Familie tut. Und somit ist einfach zu gut in sowas, ne? Er ist... Okay, Unsympathisch. 4, die fuckt ab. Hä, warum? Also, wir bewerten jetzt nicht den Charakter-Chat. Wir bewerten nur das Optische. Das ist ja bei so, Digga. Bewerten wir. Und optisch... Ja. Ich find's krass, dass er Chat anlässt, weil ich hätte voll Angst, dass voll viele einfach so beleidigen. Okay, jetzt Chat-Rede. Chatterina, Chatterina, jetzt, jetzt. Ein hässliches Mädchen, finde ich jetzt. So, Merle Perle. Merle, beste Frau. Hä? Was geht, Merle? Der Bastard. Scheiße. Merle, sage ich ehrlich. Der Bastard. Charakter von Merle würde ich direkt auf 10 ballern. Der Bastard. Direkt. Das Mädchen ist so cool. Merle ist so eine... Mit der kannst du in den Club gehen. Ich kann so wirklich mit der in den Club. Ich kann die so am Nacken packen. Ich kann sagen, hol mir mal einen Red Bull Lan. Und ich schick die so vor und so. Und die ist richtig cool drauf. Ich schwöre, mehr. Er hat sie zum Hund gemacht, Amelor. Das ist das. Voll Spaß, so. Egal, wo du hingehst und so. Bruder. Richtig cool. Digga. So auch mit und so. Und die ärgert mich. Was das? So. Weißt du, was ich meine? Die macht das auch so. Und deswegen, du hast aus Merle Chai-Jung gemacht. Merle KWG. Nein, Chat, was für Distanz, hä? Ich meine doch so auf als Friend-Ebene, so, weißt du, hol mir mal einen Red Bull und die sagt so, hol mir mal so, mach mal so, aha, Merle ruft an. Aha, Boko Jedik. Jetzt pass auf, jetzt kommt's. Assalamu alaikum. Hallo? Assalamu alaikum. Mir geht's gut und wie geht's dir? Salam, wie geht's dir, Merle? Mir geht's gut und wie geht's dir? Dankeschön. Mir geht's gut, Bruder Herz. Dankeschön. Ich schau gerade ein paar Sachen für morgen. Wegen unserem Ding. Wegen unserem, du weißt doch, unser Alu. Ah, okay, ich verstehe. Ein paar Sachen. Ich recherchiere gerade ein bisschen. Ah, okay, verstehe. Ja, so Entstehung und so. Weißt du, das sind so Sachen, die mich gerade ein bisschen interessieren. Was machst du so, Bruder? Schau dir gerade zu, ehrlich gesagt. Nix. Ich schau dir gerade zu, ehrlich gesagt. Ja, siehst du mal, gerade die Recherche, Bruder? Auf jeden Fall von den handgreiflichen Bewegungen, die du gegenüber Merle Perle da gerade gezeigt hast.
Warum, Bruder? Ich meine das auf freundschaftliche Ebene. Du weißt doch, Bruder, wenn nicht du so... Du sagst doch auch manchmal zu Maus so, hol mir mal eine Cola, Land. Nicht mehr mein Vater, nicht mehr mein Vater. In 28 Jahren hat mir so gegen den Nacken geschlagen. Ich schwöre, ich musste bis heute nicht mal meinen älteren Onkel so Tee bringen, Bruder, wie du Merle Perle ein Red Bull schicken lassen. Das ist crazy. Bruder, aber damit du weißt, das ist nur so diese Spaßebene, weil ich verstehe mich mit Merle voll gut. Ja, so. Ich verstehe schon. Die macht es ja auch bei mir, weißt du? So, wir sind so ja. Cool. Okay. Aber scheiß mal da drauf. Da ist eine Person, die ziehst du die ganze Zeit nach hinten. Wann kommen wir denn zu dieser Person? Hast du Beef? Wie lange schaust du mir schon zu, Mann? Wieso willst du diese Person nicht bewerten? Ich bewerte sie doch noch, also... Ich. Ach so, das Beste kommt zum Schluss, oder was? Nee, ich bewerte sie ja schon noch, also ich... Wie lange schaust du mir schon zu, Mann? Warum hast du keinen Content? Bruder, guck mal, ich verstehe alles. Man bewertet Streamer, man bewertet, keine Ahnung, nach Geld, nach alles. Bruder, du hast einfach... Du gerade machst, das ist schon Fantasie, du weißt schon, ne? Bruder, ich darf doch heutzutage auf die Straße gehen und sagen, sie ist ein hübsches Mädchen. Ich gebe denen doch Komplimente. Ja. Ich gehe ja nur offen. Ja, Mann, alles gut. So, weißt du, was ich... Aber ich will, wann bewertest du denn die eine Frau, die du da ganz zum Schluss geschoben hast? Ich bewerte sie jetzt gleich. Okay. Ich schwöre, Mert ist so die Person, ne? Würde ich ein Date haben, der würde sich so im Gebüsch verstecken und schauen, einfach auflegen, was so alles passiert. Der hat einfach aufgelegt. Gänsehaut. Einfach auflegen. So ein ekelhafter. Warum legt der einfach auf? Was haben die Leute die ganze Zeit mit auflegen, ohne Tschüss zu sagen? Einfach auflegen, mach weiter jedes. Bitte unterhalte uns einfach. Ich mag sowas nicht. Mach bitte weiter, mach einfach weiter. Ich möchte nicht, dass du auf meinen Content reagierst, Mert Abimula. Ich habe das Recht darauf, auf Twitch. Ich möchte nicht, dass du auf meinen Livestream reagierst. So. Copyright. Ich strike das Ding durch, ist mir scheißegal. Okay, wir werden gebannt. So. Ja. Ich lass mich ganz schnell kurz auf Toilette gehen. Ja, geht kurz auf Toilette. Merle, Bruder, keine Ahnung, Mann. Ich mag Merle voll charakterlich, aber optisch weiß ich jetzt nicht, Mann. Ich habe Merle noch nie 1% lang wirklich angeschaut. Ich habe immer nur in ihr Herz gesehen. Ja, du hast nur an den Nacken geklatscht. Du hast sie nur Red Bull schicken geschickt. So, und die anderen nicht, oder was? Oh, hey, Rose, was geht? Was geht? Alles gut, Rose? Warte mal, du sagst, du hast Merle nur in ihr Herz geschaut. Was ist denn mit den anderen Damen, die du da bewertest? Oh, rede. Bei mir hat's gerade geklingelt. Ich bin gleich da. Rede. Interessant. Woran? Digga. Rede raus, rede. Okay, wir spielen wieder gegen den Letzten. Wir spielen jede Woche gegen den Letzten, Digga. Cool drauf, ne? Charakterlich finde ich sie sehr cool. Optisch ist es jetzt nicht mein ganzer Fall, ne? Aber ich finde sie sympathisch, sie ist cool, aber ist jetzt halt auch so, wir müssen ja auch ehrlich sein, ne? So. Sind wir ehrlich, so. Meld und Tobi, Monstana, Alessio, Yasselami, Ryukan, Eren Abi, danke euch für die Subs, vielen lieben Dank. Oh ja, viele machen Oha und sonst was, das ist halt mein Geschmack. Mach dir dann eine eigene Tierlist. Amorant. Amorant. Hä? Ton. Sie tont. Ich schreibe mal Amorant, also Amor. Ach so, jetzt ist das diese Fantasie-Dings, ne? Amorant, official.
Ja, bist bestimmt schockiert, ne? Naja. Guck mal, wie er weiterguckt mit Fullcam. Guck mal, wie er mit Fullcam weiterguckt. Ja, also ist jetzt schwer, das so zu beurteilen, neutral betrachtet. Wir gehen rein von der Optik hier, finde ich den Style cool, aber man sieht jetzt halt hier nicht so viel. Ne? Ja, findest den Style cool, ne? Ich fühle mich echt wie so ein scheiß Stalker, ne? Ja. Wirklich, das ist nicht mein Ding. Ey, Bruder, Noli, Lambo. Warte mal, ganz kurz. Was passiert hier, Bruder? Ich will Optik bewerten. Mir geht es nur um Gesicht. Ach so, nur um Gesicht. Ja, ja. Ich hoffe, ja. Merch haut nicht zu. Ja, ja. Krasse Gesicht. Bitte sag nicht, der guckt zu, bitte. Heftiges Gesicht bewerten. Dann bewerte doch optisch. Der spielt sein EA. Hassig. Nein. Guck mal. Er will nur bewerten. Also, wir bewerten vom rein optischen. Ne? Vom Bruder, rein er macht optischen. Fantasie. Live so, macht er Fantasie einfach, ja? Bewerten wir. Amorant, sage ich ehrlich. Ist nicht so ganz mein Typ. Na klar. Schon gesagt gehabt, okay. Ne? Ist jetzt nicht ganz mein Typ. Oder Rede? Ist ein hübsches Mädchen. Ja, okay. Ich geb ihr eine. ist nicht mein Ding, ne? So. Ja. Alles klar. So. Mer, danke dir, mein Schatz. Der Hanji, okay. Kala, aha. Und Basti, danke euch für die Subs. Patin, Sabobo. Ja, Kala, bestimmt liest der Subs vor gerade, Chat. Vielen Dank. Ja, so. Ja. Okay. So, okay, kommen wir zu der nächsten Person, Alexis. Aha. Alexis auch, Ja. Hä? Ich kann nicht, wenn Matt zuschaut. Ja, warte, was? Der soll mal weggehen, Mann. Das ist voll unangenehm. Ich schwöre, das ist voll unangenehm. Okay. Geh mal weg, Mann! Ja, Alexis auch, also ist optisch, ich sag ehrlich, ist auch gut. Also, ist auch hübsch, optisch. Sag ich auch ganz ehrlich. Ja. Man kann ja sagen so. Ja, okay. Ja, guck mal. Zetterine. Ja, oder wie das? Ich verstehe nicht, was er meint. Ich habe keine Ahnung. So, kommen wir zu der nächsten Person. Na klar. Ja. Wieso hast du denn Alexis so spät bewertet? Weil, die kam erst jetzt. Also, nee, ich habe die Seite auch auf, die war die erste. Keine Ahnung, vielleicht ist bei das lädt ja immer zufällig. Das lädt immer zufällig. Das ist alphabetisch. Alphabetisch zufällig. Mhm. Bei jedem ist es anders, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir auch irgendwie anders oder so. Ja, weißt du, was richtig cool wäre? Ha? Wenn du die Ranks, guck mal, bei 10 sind jetzt 3 Frauen. Welche von denen würdest du auf komplett Platz 1 machen? Rede. Bro, du bist so ekelhaft. Rede. 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 Sag doch, hä? Du bist so ekelhaft. Rede. Lass mich in Ruhe. Sei mal, Rede. Ich muss mich wieder muten. Rede. Vielleicht eine 11. Oh mein Gott. Nein! Oh, das war knapp. So, okay, Fire Dancer. Fire Dancer, also Fire Dancer. Mello, okay, finde ich nicht auf Insta. Ich finde das Insta nicht von ihr. Mhm. Ihr Insta. Mello, ich muss halt ein, zwei Streams sehen, ne, damit wir das machen. Also es geht ja rein eigentlich nur darum, um das Optische zu bewerten. Mhm.
willst eigentlich jetzt nicht sehen, ne? Eigentlich will ich es jetzt nicht sehen. Auf jeden Fall. Ich mach das jetzt einfach nur für den Content. Ne? Ja. Für Noliolan. Was passiert hier? Mello, sehr gefällig, warum? Ich kenne sie nicht. Ist das noch gefährlicher als die, die sowieso schon gefährlich sind? Gib ich eine 4 bis 6. Dark Natur 97, danke dir für deinen Sub und Erix. Dankeschön. Warum Lüge? Nein, es ist so. Die wurde mal gebannt. Es kann ja auch eine 4 sein, es kann aber auch eine 6 sein. Und 6 ist eigentlich auch gut. So, Vayla. Wir sind jetzt fast fertig. Oh Mann. Bruder, wer was gegen mich sagt, Bruder, ich schwör auf meine Mutter, in Deutschland stehen 5000 Kurden auf. Wir machen hier gerade ganz entspannten Content, Revi. Also, wir haben nicht irgendwie. Unser Content ist gerade sehr entspannt. Hi, Revi. Was geht ab, mein Bro? What's up? Hi, mach Fantasie. Warum? Woran machst du das fest? Das macht man so als Ding. Man schaut optisch erstmal. Doch, die ist schon hübsch. Aha. Die ist schon hübsch. Wir haben eine neue Fantasie bei Edis. Ich mag Pferde. Ich mag auch Pferde. Echt? Habe ich noch nie gehört. Klar, ich kenne mich voll gut aus mit Pferden. Echt? Ja klar, ich kenne Sorten und so sogar. Sag mal Sorten, ne? Iberischer Pfäsus und Mustang. Ja, ja. Interessant. Sag ich ehrlich, auch eine Liebe. Auch eine Liebe. Ja, oder? Auch eine ganz liebe Sache. Gute Charakter, ne? Ja. Hat sie schon verdient. Pferdesorten einfach. Roland Senil, du Ralliger, du Ralliger. Warum willst du Insta sehen? Damit noch mehr zu sehen ist, ne? Ja, okay, wir gucken, weil der es gesagt hat. Ich interessiere mich nicht dafür. Aber okay, wenn du es unbedingt willst, dann schauen wir halt auch ihren Instagram-Profil an. Mein Gott, an mir soll es ja jetzt nicht scheitern. Wenn du das unbedingt willst, The Dan Dengler, hier habe ich. Okay. So, wir machen weiter. Wir machen mal weiter. Wir gehen jetzt weiter. Phoebe, da enthalte ich mich auch. Pokimane. Ja, warum enthaltet er sich bei Phoebe? Hat er Beef mit ihr? Wo ist Pokimane? Bruder, ich will einmal ein Video anschauen und dann kommt dieser Ski-Agua in der Werbung vor, ja? Jetzt weiß ich nicht, was ich hier eingeben soll. Pokimane, lol. Ich glaube, das ist sie, LOL-Spielerin. Ach, sie spielt LOL, League of Legends. Ja, Bruder, das ist so zum Beispiel, also meiner Meinung nach gar nicht so mein Fall, finde ich, so. Ich weiß, also ist ein hübsches Mädchen, um Gottes Willen, aber so mein Fall wäre das jetzt zum Beispiel so, ich würde es jetzt nicht so, so gar nicht, so wirklich. So, jetzt haben wir Yazilisches. Warte mal, Pokimane machst du auf 1 bis 3 und dieses Mädchen von davor machst du auf zweiten Platz? Wen meinst du? The Dan Dengler.
Der Dan Dengler, wo ist der? Der Dan Dengler ist ein, die ist doch hübsch, oder? Ihr Gesicht? Da habe ich nicht wirklich gesehen. Der Dan Dengler, ich kann dir gerne was zeigen, warte. Zeig mal. Der Dan Dengler. Es ist halt bis. So, die ist doch ein bisschen hübsch, oder? Oder irre ich mich? Ich will halt schon was zeigen, aber man sieht hier nur zu viel. Ja, du hast doch ihr Gesicht bewertet, oder wo? Hast du bewertet? Ich schaue jetzt, ob ich ein Ding finde, ein Bild, wo man nur ihr Gesicht sieht. So, warte. Rede. Ja, okay. Sag mal ehrlich, wie findest du dieses Bild, Rose? Zeig. Wie findest du jetzt hübscher als zum Beispiel die anderen, wie Merle? Du hast sie gerade auf 6 gehabt, du hast Merle runter wieder gemacht. Hast du das gesehen? Nein, das war ein Bug. So. Oh, was denn hier passiert? Nee, die ist jetzt nicht so mein Fall. Sie ist hübsch, aber ein bisschen unnatürlich, finde ich. Okay, Chaturino, wir müssen uns jetzt konzentrieren. So, wir müssen uns jetzt konzentrieren, Chaturino.